Aqua the Persian Killer. Aqua the Persian Killer. Also, ich bin jetzt in Köln, tanze in Mai. Hi. Ja, wir haben zwei nette Mädels, die ein paar Fragen beantworten. Die sind sehr gut drauf. Die machen Mädelsabend übrigens. Da ich ja ein bisschen jüngeres Publikum habe, so will ich so ein paar Fragen stellen. Wenn man jetzt als Beispiel hier in Köln unterwegs ist, ne? Man möchte eine Frau ansprechen, aber du kennst doch so, die meisten Sprüche, die von Männern kommen, werden so abgewiesen. Was meinst du, womit das zu tun hat? Erstmal du. Also die meisten Männer sind halt sehr aufdringlich, ne? Also das Beste, was man machen kann, ist ganz nett zu sein und zu fragen, hey, kann ich was fragen? Also wirklich respektvoll sein und auch Privatsphäre lassen, weil sehr viele Männer gehen halt direkt wirklich so einfach ins Gesicht. Ne? Aha. Und das mit, ist halt sehr, am besten noch mit Mundgeruch und so. Ja. Alkohol, Zigaretten und Döner mit Zwiebeln, ja, und genau. So. Ja, genau. Also das ist echt, ganz, okay, schlimm, ganz schlimm. Ja, aber ey, du sagst nett, aber zu nett ist ja auch schon wieder scheiße. Nee. Hauptsache, der ist respektvoll. Ah, okay, okay. So, was gibst du denn so für Flirt-Tipps? Wie kann man eine Frau ansprechen hier in Köln als Beispiel? Aber warte, du darfst nicht immer so dieses politisch korrekte antworten, ne? Weil wir wissen ja, Frauen stehen ja auch so ein bisschen so auf dieser Arschloch-Typen, ne? Ja, das weil stimmt. Immer dieses, ja, der muss voll nett sein und so. Wir wissen ja alle, dass das nicht stimmt. Das stimmt. Also du hast schon mal gelogen. Nein, also dieses bisschen Arrogante muss sein. Ach so, arrogant. Es muss schon dieses Arrogante sein, okay, ja. Okay, okay, okay. Es muss ein bisschen dieses, ich weiß, wer ich bin, ich bin von mir überzeugt, mhm, und ich weiß, dass du mich auch willst. Aha, okay. Ich weiß, dass du mich attraktiv findest. Jetzt charmant. Mal. Charmant. Der muss charmant sein. Er ist Typ. Ah, warte mal. Mein Bruder sagt immer, charmantes Arschloch. Ja. Ja, ne? So ein Remix. Ja, okay, genau. Charmantes Arschloch ist gut. Jetzt mal eine andere Frage. Von den Frauen, so sagen wir mal zwischen 18 und von mir aus 38, die hier jetzt in Köln rumlaufen. Tanz in Mai 2023. Wie viele davon wollen heute noch abgeschleppt werden? Jetzt eine ehrliche Antwort. Von den Frauen meine ich jetzt. Die wollen heute noch abgeschleppt werden. Wie viel Prozent? Sagen wir mal von 100 Frauen. 50. Ehrliche. 50? 50. Ehrlich jetzt? Es ist die genaue Mitte. Nicht jede Frau will mit einem Typen nach Hause gehen. Zum Beispiel bei uns, wir machen ja auch heute nur Mädelsabend. Nee, es geht ja nicht um euch. Ich rede jetzt allgemein um die Frauen, die jetzt heute hier unterwegs sind. Wie viel von denen, sagen wir mal von 100 Frauen, wie viel wollen heute am besten noch abgeschleppt werden? Ich würde sagen 70. Ja, 60, 70. Ich habe das in Düsseldorf auch mal gefragt, da kamen auch solche hohen Zahlen raus, ne? Also anscheinend so, habt ihr recht. Weil ich habe diese Frage schon mal in Düsseldorf gestellt, kam auch so. Aber wie kommt es dann, ne, wenn man eine Frau direkt auf sowas anspricht, ne? Wie kommt es dann viele, dass viele, also jetzt nicht nur bei mir, sondern allgemein viele dann tun so, nee, ich bin nicht so eine und ich will nicht es und so. Es ist halt dieses, du darfst es nicht direkt ansprechen, du sollst es indirekt machen. Ja. Du sollst es indirekt machen, von wegen erstmal dieses Charmante. Mhm. Geh charmant ran. Also erstmal so unter der, wie soll man, unterm Radar so ein bisschen. Ja, genau, unterm Radar, genau. Okay. Geh auf die Frau zu, sprich sie an, sprich mit ihr erstmal über ihre Interessen, also interessier dich erstmal für sie. Okay. Nicht direkt draufgehen, das geht nicht. Das merkt eine Frau und das ist ekelhaft, man fühlt sich komplett scheiße, weil wenn jemand direkt so kommt, ja, dies und jenes, das ist scheiße. Okay, was sagst du noch dazu? Sie hat ja recht. Also, ja, natürlich hat sie recht. Bei manchen Männer gehen halt zu der Frau hin und nehmen nicht als Person wahr, sondern halt jetzt auch wirklich manchmal als Objekt, ne? Weil einfach, ja, aber jetzt die kommt, hat Bock, weißt du? Guck mal, jetzt bin ich ja so ein Mann und ich versuche mal die Sicht der Männer so ein bisschen auch euch zu erklären jetzt, ja? Und ihr sagt mir, ob ihr das gut findet oder nicht. Guck mal, am Ende des Tages, wenn ein Mann mit einer Frau ins Bett will, ist das ja so in seinem Kopf gespeichert, Babys machen. Also jetzt evolutionär, der denkt jetzt vielleicht nicht direkt an Schwangerschaft und Babys machen, aber so tief in seinem Kopf ist das gespeichert von der Natur. Diese Frau ist hübsch, hat Kurven,
ich finde die lecker, süß, keine Ahnung. Lecker. Ja, und dann willst du mit der ins Bett und Frauen nehmen das immer so voll negativ auf, aber vielleicht hat er ja einfach so innerlich, jetzt so von der Natur aus, meine ich, Bock, diese Frau zu befruchten und Babys mit ihr zu bekommen. Im Prinzip ist das so gar nicht böse gemeint. Verstehst du, was ich meine? Ja. Wenn du eine Frau siehst mit schönen Kurven als Mann, denkst du so, okay, ich will mit der ins Bett, aber jetzt nicht, um sie auszunutzen, sondern weil man die toll findet irgendwie. Von der Optik und man findet die lecker und so, ja, weißt du? Ja, aber eine Frau ist ja ganz anders. Wie denkt die Frau dann in dem Moment so? Ja, der Mann ist ja dann immer direkt, oh, die ist hübsch, die will ich. Und ja. Die Frau ist eher, lass uns kennenlernen, ich will dich kennenlernen als Person. Aber auch wenn es nur so für Bett ist, auch so, muss erstmal, ja? Ja? Okay. Ja, die Frauen sind dann eher emotional gestimmt. Okay. Also muss bei einem, sagen wir mal, One-Night-Stand auch so ein bisschen so Gefühle so ein bisschen mit drin sein. Ja, schon. Zärtlichkeit und so. Ein bisschen, ja. Ich finde ja auch, ne? Also jetzt könnt ihr mir eure Meinung noch dazu sagen. Ich finde ja auch, jetzt stell dir vor, man muss ja nicht immer sich auf One-Night-Stand beschränken, sondern man geht erstmal miteinander ins Bett, sagen wir mal als Beispiel. Und dann ist die Chemie so gut, dass man sich auch mehr vorstellen kann. Ja. Das heißt, du hast ja schon mal getestet, okay, bettmäßig passt es. Und dann kann man ja immer noch so mehr draus machen, weißt du? Heißt ja nicht, dass wenn man dann ins Bett geht miteinander, dass man nur noch eine Nacht miteinander hat oder zwei von mir aus. Sondern man kann ja optional verlängern so ein bisschen. Ja, aber das sagst du. So auf Abo-mäßig, so sagen wir mal Telekom-Vertrag, aber erstmal testen und dann Vertrag machen, weißt du? Ja, aber das sagst du. Ja, ich viele Männer sind ja bei Frauen sehr, ich will nur Sex und das war's dann wieder auch. Na, ich sag dir ganz ehrlich, bei mir ist das anders. Ich will halt testen, gucken, ob die Chemie passt. So, wenn die Chemie passt, hätte ich auch nichts. Ja, aber ich finde, wenn die Chemie auch geistig passt, dann wird es auch körperlich passen. Auch, körperlich kannst du es immer optimieren, das ist keine Frage. Ja. Aber wenn es geistig nicht passt, dann passt es geistig nicht. Ja. Emotional auch gesprochen, das ist genau dasselbe. Ja, stimmt. Und was sagst du zu meiner Idee? So, erstmal testen und dann Abo machen, weißt du? Nee, ich finde das gut. Ja, also, das macht Sinn irgendwie. Wenn man sieht, es macht im Bett Spaß. Spaß, ne? Muss ja auch, ist ja auch wichtig. Weil du kannst ja nicht mit einer Person irgendwie länger zusammen sein, wo es zum Beispiel im Bett nicht passt. Das ist ja ein wichtiges... Das ist wichtig, ja. Wenn es im Bett nicht passt, dann... Dann hat das ja gar keinen Sinn eigentlich. Hat keinen Sinn. Also nicht keinen Sinn, aber dann macht es keinen Spaß auch irgendwie, ne? Weil du willst doch auch diesen Spaß haben. Ja. Du brauchst das. Jeder Mensch braucht das. Die Libido. Libido einfach. Jetzt eine letzte wichtige Frage. Was meint ihr denn, also was meint ihr beiden, wie kann man am besten eine Frau kennenlernen heutzutage, sagen wir mal 2023, hier auf der Straße in Köln oder Düsseldorf oder irgendwo anders oder eher so, sagen wir mal, Tinder oder was weiß ich von mir aus, was gibt's denn alles, Facebook oder Lavoo, Badoo, was sagt ihr denn, wo ist also am besten? Die Dating-Apps, Katastrophe. Weil? Der Mann ist meistens nur auf Sex aus. Nein. Aber viele Frauen auch. Ja, natürlich, das kann man beidseitig sehen, aber ich finde... Tinder ist einfach dafür bekannt, dass du da dich nur einmal triffst, sagen wir so. Also echt? Tinder ist jetzt mittlerweile so? Weil eigentlich war das ja so Liebesseite. Ja, eigentlich. Deswegen, also heutzutage... Aber Tinder, sagst du, da geht viel bettmäßig so? Ja, okay. Definitiv. Ich finde am besten, eine Frau kennenzulernen... Warte mal, ganz kurz Tipp an die Jungs. Alle bei Tinder anmelden, ne? Ihr habt's gehört. Ja, es ist halt so, weil... Ja. Du hörst ja auch von Freunden, von männlich oder von weiblich, dass Tinder einfach die App ist dafür, dass du... deine Nummer machen kannst und dann kannst du wieder nach Hause fahren. Also meistens, in den meisten Fällen. Jetzt nicht allgemein gesprochen, aber in den meisten Fällen. Von den ganzen Seiten, was denkst du denn? Wo ist mehr so Bettgeschichte? Tinder, Lavoo, Badoo oder wo? Was denkst du denn so? Wo ist am krassesten? So dieses One-Night-Stand-mäßige. Das kann alles sein. Eher sagen Lavoo. Ja, Lavoo. Es kann alles sein, aber ich glaube auch eher Lavoo. One-Night-Stand-mäßige. Ja. Also das Beste, eine Frau kennenzulernen, spontan auf der Straße oder Instagram, weil man hätte die Person so oder so kennt. Vor allem in Social Media jetzt hast du viel mehr Möglichkeiten. Auf Instagram siehst du eher diese ganzen Highlights, was die Person mag, siehst alles von der Person, du siehst, wie sie aussieht, also hoffentlich, ne? Aber auch ihre Interessen, diese ganzen Highlights von wegen, sie geht dahin, sie macht das, sie zieht sich so an, da kannst du ja auch nochmal abwägen, ist das dein Typ wirklich, von dem Äußerlichen, von dem Innerlichen,
Und ja. Jetzt mal noch eine Frage. Ab wann, so, man kann das eh nicht verallgemeinern, aber was denkt ihr denn? Ab wann sind Frauen bereit für Kinder kriegen, Haus bauen und feste Beziehungen? Und so, ab welchem Alter so ungefähr? Ich würde sagen Mitte 20, 25, 26, 27, so der Dreh, ja. Okay, was sagst du? Ich finde, das ist der Frau generell überlassen. Aha. Heirat, keine Heirat, Mitte 20. Ich glaube auch Mitte 20, ab da. Okay. Weil da hat die Frau wenigstens ihr eigenes Ding, weißt du? Ja. Plus, es ist wie gesagt der Frau überlassen. Also die kann 10 Jahre verheiratet sein. Aber 35 Kinder Frauen kriegen. Wollen sich ja auch austoben, muss man ja auch ehrlich sein. Weil wenn würde die Frau zu früh heiraten, dann würde sie vielleicht denken, ey, ich habe was verpasst so mäßig, so oder nicht? Das kann die Frau ja aber auch schon früher machen. Ja, ja. Mal ganz ehrlich. Die Frau kann schon ab Mitte 15 anfangen, ihr Leben auszuleben. Ja. Ist einfach so. Ja. Mit 18, 19, 20 kann die Frau ihr Leben ausleben. Okay. Ist so. Okay. Und mit Mitte 20, finde ich, sollte man langsam anfangen, ein bisschen ja zu gucken. Wegen Zukunft, meinst ja du? Ist ja auch alles die persönliche Meinung auch gesprochen. Ne? Also das ist jeder Frau, wie gesagt, selber überlassen. Mitte 20, 40 ist ja wirklich scheißegal. Ja, ne? Aber durchschnittlich gesprochen ist am meisten die Frau Mitte 20 irgendwann, ab 25 und drüber. Da fängt es halt an, langsam über Familie nachzudenken. Eine Frage habe ich noch. Was müsste der Mann durchschnittlich so netto, also bar auf die Hand verdienen, damit ihr sagt, okay, das ist ein guter Verdienst? Weil das ist ja bei Frauen auch wichtig, das wissen wir ja. Kann man ja nicht leugnen. Ein bisschen so Verdienst, was der verdient, ist ja auch wichtig für die Frau. Ja, ja, weil ja wegen später, ne, ihr wollt ja Kinder gut leben und so. Was denkst du denn? Netto, bar auf die Kralle. Was muss der Mann verdienen, wo du sagst, ey, das ist ein guter Verdienst? Es muss aber auch realistisch sein, weil im Prinzip, du könntest jetzt auch sagen, ja, 3 Millionen pro Woche oder so, weißt nein, du? Nein, niemals. Ich würde sagen, 3, 3, 5 würde netto ich sagen. Da müsste also der, nein, nicht netto. Der müsste ja brutto dann so 5.000, 6.000 verdienen, damit dann so viel bei rumkommt. 5.000, ja, 6.000. Doch. Netto würde ich sagen 3,5. 3,5. Aber also bei vielen ist das unrealistisch. Ne? Die meisten verdienen irgendwas zwischen 1,5 und 2,2 netto. So. Die meisten. Ja. Ja. Also im Prinzip müsste die Frau auch so ein bisschen dazu beitragen, damit man sich dann ein Haus leisten kann. Bei den meisten, natürlich, wenn einer, was weiß ich, ne, so höhere Bildung hat, aber das ist selten, sage ich mal. Ne, so die oberen 10% verdienen so viel, weißt du, so vielleicht. Oder die oberen 20%. 2,5 ist okay. 2,5 netto. Was sagst du? Ab 2,5 und drüber. 2,5 und drüber. Ey, Jungs, ihr wisst Bescheid, Mann, hustlen, ne? Alles klar, ey, ihr wart voll cool drauf. Geiles Video. Und ja, vielleicht sieht man sich irgendwann wieder. Danke. Gerne. Ciao.